So, also 1990 hast du ja den Ballon d'Or gewonnen. Und dieses Jahr kann das ja aufgrund der Umstände nicht stattfinden, die klassischen Wahlen, auch zum Leidtragen für Lewandowski, worauf wir auch noch kommen. Aber erstmal dazu, es gibt ein Dreamteam, für das du auch nominiert wurdest. Mhm. Was bedeutet dir das und wie schätzt du deine Chancen ein? Also meine Chancen schätze ich eigentlich sehr gut ein. Vom Gefühl her. Aber ich würde mich jetzt nicht selbst aufstellen. Da habe ich zu viel Respekt auch vor den anderen Spielern. Aber ich finde es zumindest gut, dass France Football, die diese Wahl ja durchführen, zumindest einen Ersatz gefunden hat, obwohl das ich es nicht ganz verstehe, weil die meisten europäischen Ligen, auch die Champions League, haben ja ihre Saison zu Ende gebracht. Nur weil die Franzosen, von denen es ja eigentlich jetzt ausgeht, France Football, ist eine französische Sportzeitung, sehr anerkannt, ihre Meisterschaft nicht zu Ende gespielt hat, findet jetzt auch irgendwo die Wahl nicht statt, weil alles andere, wie gesagt, ist zu Ende gespielt worden. Wir sind auch jetzt wieder in der Champions-League-Phase, in der Meisterphase und deswegen finde ich schade, dass dieser Ballon d'Or dieses Jahr nicht an einen Spieler übergeben wird, den ich 1990 gewonnen habe. Wenn du schon sagst, du würdest dich nicht selber wählen, zeig uns doch mal, wie dein Dreamteam aussehen würde. So. Also im Tor Manuel Neuer. Weil er einfach den Torhüter neu erfunden hat. Er ist zum fünften Mal jetzt Welttorhüter geworden. Und was er geleistet hat in den letzten 10 Jahren, ja, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen mehr wie Oli Kahn, das ist ein bisschen mehr wie Sepp Maier oder Lev Yashin in den 60er und 70er Jahren, Dino Zoff in den 80er Jahren. Also tolle Torhüter, aber Manuel Neuer für mich eigentlich der Beste. Dann rechter Verteidiger Carlos Alberto. Brasilianischer Nationalmannschaftskapitän von 1970, eine Maschine an der Linie rauf und runter und hat auch im WM-Endspiel 1970 gegen Italien ein ganz tolles Tor geschossen, ganz wichtiges. Ich glaube, es war das 3:1. In der zentralen Verteidigung, ich habe jetzt ein bisschen gewählt, ein eleganterer Spieler und ein bisschen härterer Spieler, nicht nur elegante Spieler, weil mit eleganten Spielern gewinnst du nichts. Franz Beckenbauer natürlich, mein Freund, mein Teamchef, mein Präsident, mein Trainer, ja, mein Wegbegleiter. Und über Franz brauchen wir gar nicht reden. Was er nicht auf dem Platz nur gemacht hat für den Fußball, sondern auch außerhalb des Platzes, ist natürlich sensationell, vor allem für den deutschen Fußball, für den internationalen Fußball. Bis heute für mich ein Vorbild für den Nachwuchs. Neben ihm Sergio Ramos, die Kraft- und Kampfmaschine von Real Madrid. Wir kennen ihn alle aus den Spielen der Gegenwart. Ja, über 170 Länderspiele als Defensivspieler, 100 Pflichtspieltore. Ja, geht immer voran, immer hart gegen den Gegner, aber auch gegen sich selbst. Deswegen brauchen wir in der zentralen Verteidigung einen aktiveren wie den Franz Beckenbauer, der ja mehr mit seiner Eleganz hervorgestochen ist. Auf der linken Seite Paolo Maldini. Ein Linksverteidiger, der schon in den 80er, 90er Jahren sehr modern gespielt hat, auch sehr offensiv, intelligenter Spieler, hat den Vorzug bekommen bei mir vor Andreas Brehme, der ganz dicht dahinter steht. Übrigens mit den AC Mailand ein paar Mal Champions League gewonnen, ich glaube 3 oder 4 Mal und seine Karriere bei AC Mailand angefangen und auch bei AC Mailand aufgehört. Das ist auch was ganz Seltenes im Weltfußball. Dann auf der Nummer 6, wo ich vielleicht auch mich aufstellen hätte können, aber ich habe es nicht gemacht. Pirlo, ein Spielgestalter, ein technisch hervorragender Spieler, Italiener, bei Juventus Turin Riesenerfolge gehabt, mit der italienischen Nationalmannschaft. Also einer, der wirklich sogar mehr mit dem Kopf gespielt hat, wie mit den Beinen. Da hat er sowieso viel Gefühl gehabt, aber er hat die Situation vorher ja geschmeckt, würde ich sagen. Also Pirlo auf der Nummer 6. Vor ihm, Achtung, ich spiele mit 2 Achtern, beziehungsweise sind 2 Zehner. Die 2 Besten, glaube ich, ever im Weltfußball. Pelé und Maradona nebeneinander. Was für eine Offensive im Mittelfeld. Ja, ich freue mich. Also, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich über diese Namen spreche. Pelé habe ich auch noch kennenlernen dürfen. Er ist ja 3-mal Weltmeister geworden. Seine erste Weltmeisterschaft 1958, wo er mit Brasilien gewonnen hat, da war er 17 Jahre. Hat auch viele wichtige Tore geschossen. Ja, einfach die Legende des Weltfußballs schlechthin. Und ich freue mich, dass ich ihn auch persönlich kenne. Also auch jemand wie ähnlich Franz Beckenbauer. Immer ein Vorbild für die Jugend, immer Zeit für den Fußballfan. Und er liebt den Sport und das merkt man auch in seinen Aussagen. Diego Maradona neben ihm, leider verstorben vor 2 Wochen.
im Alter von 60 Jahren. Ich würde sagen, ein Wegbegleiter von mir, zwei WM-Finale gegeneinander, die Weltmeisterschaft 1986 hat er geprägt, hat er den Stempel aufgedrückt. Ja, schade, dass er so früh gegangen ist und mir würde er eben ewig in Erinnerung bleiben, vor allem aufgrund der vielen Spiele, die wir gegeneinander gespielt haben. Jetzt die Offensive. Rechts Messi. Den soll ich was über Messi sagen. Sechsmal Weltfußballer. Ja, eigentlich das Gesicht von Barcelona, das Gesicht Argentinien. Und ich bin ein Fan von ihm mit seinen Bewegungen, mit seinen Dribblings, mit seinen wunderschönen Toren. Ja, er verzaubert die Fußballfans und nicht nur die des FC Barcelona, sondern ich glaube auf der ganzen Welt. Ein Spieler, dem man einfach gerne zuschaut. Vorne Nummer 9. Ich hätte auch Gerd Müller sagen können, aber ich wollte jetzt nicht zu viel deutsch denken, weil es ist eine internationale Wahl. Ronaldo aus Brasilien. Ja, Oliver Kahn wird sich erinnern, 2002 im Weltmeisterschaftsfinale gegen Brasilien. 2:0 für Brasilien, beide Tore Ronaldo. Ein Stürmer, der bei vielen großen Vereinen gespielt hat. AC Mailand, Inter Mailand, Real Madrid. Angefangen in Brasilien, dann ist er, soviel ich weiß, glaube ich, bei BSV Eindhoven in Holland aufgeschlagen und dann in die große Fußballwelt. Also wirklich ein ganz großer. Und auf der linken Seite auch wieder ein Ronaldo, aber ein Cristiano Ronaldo, den wir alle kennen. Real Madrid, Juventus Turin, mit Portugal Europameister geworden, mehrfacher Champions League-Sieger und ein Torgarant. Nach wie vor immer topfit, immer top vorbereitet. Auch wenn ich seine Spielweise nicht so mag wie die von Messi, trotzdem gehört er in diese, würde ich sagen, Jahrhundertelf, in meine Jahrhundertelf. Und ich glaube, wenn man diese Spieler sieht, ich habe sie ein bisschen gemischt, auch vom Jahrgang her, aktuelle Spieler, eine, die ich noch erlebt habe, eine Generation und vielleicht noch die Generation davor mit Pele, mit Carlos Alberto, die übrigens 1970 gemeinsam Weltmeister geworden sind. Meine Best Eleven. Ja, vielen Dank. Und jetzt nochmal zurück. Die FIFA-Weltfußballerwahl, die findet ja regulär statt. Darunter haben wir auch zwei Bayern-Spieler. Wie schätzt du denn die Chancen für Thiago und Robert Lewandowski ein? Thiago hat ja nur ein halbes Jahr bei Bayern gespielt, deswegen hat er wenig Chancen, diesen Titel zu gewinnen. Robert Lewandowski, der ganz große Favorit für mich. Ja, Champions League-Sieger, deutscher Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner in Deutschland, Supercup-Gewinner in Europa. Das hat Thiago zum Beispiel nicht, da war er ja schon weg. Aber bei Robert kommt ja was anderes dazu. Tore, 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 Tore. Und das ist Robert Lewandowski. Und noch was, nicht nur Tore, sondern auch mittlerweile ein Mannschaftsspieler geworden. Einer, der den Mitspieler sieht, einer, der mit nach hinten arbeitet. Und deswegen ist er für mich der eindeutige Favorit bei dieser Wahl, weil er, wie gesagt, auch das Glück hat, bei Bayern München zu spielen und nicht bei Real Madrid. Weil wenn er bei Real Madrid gespielt hätte, dann hätte er in diesem Jahr gar keinen Titel. Ich glaube, einen haben sie geholt, die Meisterschaft. Ja, und Messi, wie gesagt, steht ohne Titel da von dieser Seite her. Gute Spieler, auch Sergio Ramos ist ein guter Spieler. Manuel Neuer ist ja nicht dabei, weil er separat in einem Ranking ist bei den Torhütern. Er hätte vielleicht Robert Lewandowski gefährlich werden können. Somit Weltfußballer 2020 für mich, Robert Lewandowski.